Hallihallo und herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Ich freue mich, dass du da bist und wieder zuschaust. Ich war in den letzten Jahren des Öfteren in Italien unterwegs und habe ganz tolle Ideen mitgebracht. Eine davon würde ich dir heute gerne vorstellen. Es handelt sich um die Salume di Cioccolato. Du fragst dich jetzt bestimmt, was das ist, aber ich kann dich beruhigen. Es ist keine Wurst mit Schokolade, nein, es ist eine Süßspeise. Und ich zeige dir gleich nach dem Intro, wie es geht. Da bin ich wieder und die Zutaten habe ich hier für euch vorbereitet. Wir benötigen folgendes: 200 Gramm Kekse, 250 Gramm Zucker, 75 Gramm dunklen Backkakao, 100 Gramm Butter, hier auch schon aufgelöst, und 2 Eier. Zuerst müssen wir die Kekse etwas zerbröseln. Dazu tun wir sie in eine Schüssel und machen mit den Händen einfach Brösel draus. Nicht zu viel, nicht dass Staub draus wird. So reicht's. Als nächstes gebt ihr den Zucker in eine große Schüssel. Dazu kommt das Kakaopulver. Die beiden Eier. Und die flüssige Butter. Dann verrührt ihr alles schön. Wenn die Masse schön cremig geworden ist, gebt ihr die Kekskrümel dazu und hebt sie langsam unter. So, wir haben jetzt die Kekse schön unter die Masse untergehoben. Jetzt brauchen wir dann als nächstes ein langes Stück Frischhaltefolie. Da geben wir jetzt die Masse in die Mitte drauf und versuchen dabei schon eine dicke Wurst zu formen. Das gestaltet sich manchmal ein bisschen schwierig. Da müssen wir jetzt dann mit den Händen noch ein bisschen nacharbeiten. Das wird lustig. Jetzt formen wir mit den Händen eine Salami. Zumindest versuchen wir es. Wow, super, schaut doch gut aus, oder? So, jetzt rollt ihr die Folie zusammen und wickelt diese Salami jetzt da schön drin ein. Und jetzt kann man das Ganze noch mal etwas weiter rollen, dass es eine richtige Salamiwurst wird. So in etwa. Jetzt brauchen wir noch ein Stück Alufolie, auch ein langes. Da legt ihr die Salami jetzt drauf und wickelt sie auch noch mal in diese Folie ein. Noch mal ein bisschen rollen und fertig. Jetzt muss unsere Salami für 3 Stunden in den Kühlschrank. Aber ich kann euch beruhigen, so lange dauert es für euch nicht, denn für euch dauert es nur einen Fingerschnipp. So, da bin ich schon wieder und unsere Schokoladensalami ist schon fertig und jetzt wollen wir sie doch mal auspacken. Die ist schön fest, auch die Form ist in Ordnung. Sieht aus wie eine richtige Salami. Ziehen wir sie noch kurz zur Seite und bestäuben das Brett zunächst mit etwas Puderzucker.
sieht viel schöner dann aus. Und nochmal etwas Puderzucker oben drüber. Und jetzt müssen wir sie noch aufschneiden und ich muss mir erstmal die Hände waschen. So, jetzt können wir die Salami aufschneiden und schauen mal, wie es dann innen aussieht. So sieht unsere Salume di Cioccolato fertig aufgeschnitten aus. Serviert die Salume di Cioccolato einfach zu einem leckeren Cappuccino oder Kaffee. Eure Freunde und auch ihr werden begeistert sein, ich verspreche es euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept nachmacht und mir einen Kommentar unterm Video hinterlasst, wie es geworden ist und wie es euch geschmeckt hat. Ja, und wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und umso mehr über ein Abo. Denn dann sehen wir uns jeden Sonntag um 15 Uhr zum neuen Rezept. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Alles Gute, viele Grüße aus der Küche von Fein Fein Schmeckt's, eure Joanna. Ciao!